Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge bei Lebenskraft TV. Gegenstand unseres heutigen Gesprächs ist die unterschiedlichsten Formen der Wasserenergetisierung und auch der Wasseraufbereitung. Das ist ein ganz spannendes Thema und da es so wichtig ist und es offensichtlich sehr viel auch gibt, haben wir uns einfach mal überlegt, wir stellen mal ein paar Sachen vor. Wir haben ja den Experten für diese Sachen auch letzten Endes im Studio und da wollen wir jetzt einfach mal genauer drauf eingehen, was man mit diesen unterschiedlichen Geräten erreicht, was sie eigentlich machen und welche alternativen Möglichkeiten es dazu gibt. Dazu bitte ich einfach dich, sag uns mal ein paar Sachen zu diesen Geräten. Wo kommt das Thema der Wasseraufbereitung eigentlich her, der Energetisierung her? Warum ist es notwendig? Warum wird es gemacht? Was ist dahinter? Das Abenteuer Wasseraufbereitung. Dazu haben wir hier jede Menge abenteuerliche Geräte stehen, ja, wo wir im Laufe der Sendung einfach mal darauf eingehen werden, wie die wirken, ob die wirken, wo sind die Unterschiede, was macht das Ganze genau. Mhm. Und das sind hier ganz spezielle Kalkschutzgeräte, die auf Magnetbasis funktionieren, das heißt entweder permanent Magnet oder bestimmte Magnetwechselfelder, wo praktisch nichts anderes bewirken sollen, wie dass der Kalk in Schwebe bleibt, dass er nicht einlagert in Rohrleitungen und so weiter. Das heißt, da wird der Kalk nicht rausgenommen, sondern einfach nur auf Elektro- oder Magnetbasis im Endeffekt verändert. Mhm. Was wir jetzt hier nicht aufgebaut haben, ist diese Wasserenthärtung. Das heißt, die Enthärtung über chemische Art und Weise, über die Ionentauscherprinzipien, wo dann ein sehr großer Aufwand damit betrieben wird, sind auch riesengroße Geräte, darum habe ich halt heute keins da. Da ist zum Beispiel so, dass man diese Harze regenerieren muss und die werden praktisch mit Salz regeneriert. Ja. Mhm. Da stelle ich dann auch immer die Frage, wer schleppt die ganzen Salzsäcke, ja, macht das Ihre Frau oder machen Sie das? Ja. Das heißt, man muss einen riesen Salzvorrat sich zulegen. Man muss immer dran denken, dieses Salz wieder aufzufüllen, weil man kann praktisch diese Anlagen einstellen, dass die über Nacht, das heißt, wenn man eigentlich schläft, dann regeneriert sich dieses Ionenharz und dazu braucht man Salz zum Rückspülen. Mhm. Ja. Die andere Variante, wo eigentlich keiner drüber spricht, das haben wir im anderen Video auch mal angesprochen, über die Wasseraufbereitung, ist das, dass ein Ionenharz schon ewig bekannt ist, dass es eigentlich gesundheitsschädigend ist oder dass es nicht unbedingt positive gesundheitliche Auswirkungen hat. Mhm. Ja, dazu gibt es verschiedene Abhandlungen auch. Und zwar hat das erste Mal, wo es halt uns zumindest bekannt ist, Deutscher Bundestag hat es mal veröffentlicht und das war im März 1989 schon, wo die praktisch sich dazu geäußert haben, dass ein Ionenharztauscherprinzip, das heißt diese chemischen Enthärtungsanlagen, mhm, eine Umweltbelastung sind, ja, und zum anderen gesundheitliche Risiken beinhalten. Dann hat das Umweltbundesamt, hat er das auch nochmal veröffentlicht, und zwar hat das Umweltbundesamt geschrieben, Wasserenthärtungsanlagen sind umweltbelastend und gesundheitlich unerwünscht. Umweltbundesamt warnt vor Nebenwirkungen. Wir haben da im anderen Video auch mal, sind wir auch da genauer nochmal drauf eingegangen, diese ganzen Risiken. Weil man muss sich so vorstellen, es wird praktisch die Kalkionen werden aufgenommen, Natriumionen werden wieder abgegeben. Ja? Mhm. Und die werden durch körpereigenes Eiweiß in Nitrite umgewandelt. Und sagt man, dass das Ganze eine kanzerogene Wirkung hat, das heißt, es ist eigentlich krebserregend. Ja. Man kann es zwar nicht so direkt auslegen, dass es direkt krebserregend ist. Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass es der Gesundheit nicht dienlich ist. Es gibt einen Risikofaktor und den gilt es auszuschließen. Genau, richtig. Dann die andere Geschichte ist dann die Phosphatierung, die meistens dann mit solchen Anlagen in Verbindung steht. Wo dann wieder Chemie zugegeben wird, dass sie Rohrleitungen nicht zersetzen, hat aber in dem Sinne keine wirkliche Wirkung. Mhm. Und da ist es eigentlich ja so, dass diese Ionentauscherprinzipien ein Generationengeschäft ist. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Gerät einem Haushalt verkaufe, weiß ich, dass ich ungefähr zwischen 20 und 30 Jahre brauche, bis die spätestens richtige schöne Rohrleitungsbrüche haben. Das heißt, man muss eigentlich das ganze Haus wieder neu sanieren und die ganzen Rohre wieder neu machen. Mhm. Das haben wir früher immer gehabt mit diesen verzinkten Rohren und so weiter. Da haben sie eigentlich relativ schnell also die Zinkschicht innen drin gelöst. Dann haben wir das natürlich mitgetrunken, das Ganze. Und irgendwann gab es halt die ganzen Rohrbrüche.
wo man dann wieder Folgegeschäft hatte. Und bei den Sanitärbetrieben ist es halt wirklich so, das ist ein Generationengeschäft. Das heißt, der Vater im Endeffekt baut das ein und der Sohn profitiert dann davon, weil das, was der Vater eingebaut hat, hat man die ganzen Folgekosten. Und diese Enthärtungsanlagen, die halten maximal 20 Jahre, sage ich mal im Schnitt. Das sind unsere Erfahrungen, wo die dann meistens entweder total veraltet sind oder einfach nicht mehr funktionieren, weil die natürlich, die meisten haben elektronische Steuerungen drin. Mhm. Es gibt zwar auch Anlagen, die eine Zahnradsteuerung haben, Zeitsteuerung, also mechanische Verfahren, das ist auch ganz eine lustige Technik, solche Dinge gibt es auch, aber es sind die wenigsten Anlagen halten da für die Ewigkeit, sind auf jeden Fall nicht gebaut, also zumindest die meisten Anlagen nicht. Und hinzu kommt dann noch dieser Effekt, dass man später richtige Folgekosten hat. Und da sind die herkömmlichen Magnetvarianten eine bessere Variante. Ja. Aber diese Geräte funktionieren natürlich nur, wenn das Leitungswasser fließt. Mhm. Das heißt, immer im Privathaushalt habe ich eigentlich die meiste Zeit Standzeit. Ja. Und es ist ungefähr so, wenn jetzt Wasser ins Haus fließt, wirkt das Ganze. Wenn das Wasser steht, das heißt, wenn kein Wasser entnommen wird, habe ich eine Rekristallisierung nach ca. 15 Minuten. Das heißt, durch den Druck in der Rohrleitung selbst beginnen die Kristalle sich wieder zu bilden. Das heißt, das, was ich zuvor gelöst habe, bildet sich dann wieder. Das heißt, ich habe in diesem Fall wieder diese Einlagerung. Ja, das ist halt so diese Thematik bei den Magnetvarianten. Das heißt, die wirken zwar schon, haben nur einen gewissen Wirkungsgrad. Und dann gibt es ja jede Menge abenteuerliche Geräte, wo man dann vielleicht nochmal genauer zeigen, was es so alles gibt. Ja, fang ruhig einfach mal damit an, deswegen haben wir sie ja stehen. Ich fange jetzt vor allem mit der einfachsten Variante an. Das hier gibt es eigentlich, so viel wie ich weiß, im Baumarkt. Das sind einfach nur so ganz einfache Magnete. Da könnte man hergehen und irgendwelche Lautsprecher nehmen, auch auf die Leitung draufknallen. Habe ich auch schon gesehen, eine ganze Steigleitung, lauter Lautsprecher waren da drauf. Hat recht lustig ausgeschaut. Ja, dann muss ich ja gleich ein Foto machen sollen. War ein besonders schönes Bild. Die werden praktisch nur mit Kabelbinder, werden die drum gemacht, um die Rohrleitung. Ja. Effekt kostet zwar Minimalbetrag, aber ich glaube nicht mal, dass da irgendwas funktionieren könnte. Ja. Also bei den Geräten jetzt, also die meisten, die wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben, geht es also tatsächlich um jetzt erstmal die Kalkumwandlung. Also ja, in der ersten Instanz sozusagen. Also wie gesagt, das ist keine Enthärtung, sondern eine Kalkumwandlung. Mhm. Dann gibt es dann ein bisschen größere Gerätschaften, wo schwere Magnete drin sind. Ja. Die werden einfach auf die Rohrleitung so draufgesetzt. Das war's dann. Dann gibt es auch solche Varianten etwas größer. Ja, das sind dann diese größeren Geräte. Und hier steht jetzt zum Beispiel drin, wichtig, einmal im Jahr für ca. 24 Stunden von der Leitung nehmen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo die meisten nicht wissen. Ein Magnet, wenn der auf der Rohrleitung drauf ist, nach ca. einem Jahr spätestens verliert er die Wirkung. Und dann muss man wieder abnehmen und am besten nicht an der gleichen Stelle, sondern an einer anderen Stelle wieder montieren. Ja, das hat praktisch was damit zu tun mit der Aufladung vom Rohr selber, dass es dann keine direkte Wirkung mehr entfalten kann. Ja? Ja. Und die meisten bauen sich sowas rein, denken aber dann nicht dran und wissen das auch nicht. Ja. Schmeißen es dann eher irgendwann mal weg. Wobei, wie gesagt, der Wirkungsgrad natürlich immer ein bisschen beschränkt ist. Dann gibt es dann auch noch andere Varianten. Ja? Das sind dann solche Blechvarianten, wo meistens ein Schichtverfahren verwendet wird. Das heißt, ein Kondensatorprinzip mit Leiter und Nichtleiter. Oder es werden hier verschiedene Quarzsande eingefüllt, die meistens mittels Orgontechnik irgendwie behandelt werden und in Schwingung versetzt wird. Ja. Das wird einfach mit einem Glättverschluss unten an die Rohrleitung einfach dran gehängt. Das ist alles. Das ist praktisch dann auch so eine Kombination. Dann hast du hier noch so einen kleinen blauen, so ein Silberdraht, wo man um die Rohrleitung drum wickeln kann. Ja, das wird einfach unten dran gehängt und soll durch die Abstrahlung irgendwas bewirken. Dann gibt es diese Gerätschaften, die sind dann meistens, die haben ein richtig schönes Gewicht. Ja. Die werden dann direkt in die Leitung geschraubt. Das heißt, hier brauche ich einen Wasserinstallateur, der mir das praktisch montiert. Weil er muss Rohr rausschneiden, das einsetzen. Das ist auch gut der Aufwand mit gewissen Kosten verbunden. Und meine Erfahrung, ich habe auch mal im Haus gewohnt, da waren zwei von diesen Magneten drinnen.
Nur, das waren so riesengroße Magnete und es waren zwei Stück übereinander. Und was war in dem Haus? Kalkablagerung ohne Ende und teilweise so extrem, dass du es nicht mal mit den stärksten Mitteln entfernen hast können. Und hinzu kam Rostbildung in den Rohrleitungen. Das heißt, wenn man die weiße Badewanne befüllt hat mit dem Wasser, am besten man schüttet gleich Shampoo rein, dass man ja diese gelbbraune Brühe nicht sieht. Das Wasser, das war wirklich nicht klar. Es muss ein irrsinniges Feld aufbauen, weil da zwei Magneten übereinander sind. Ja, eigentlich ja, aber die Wirkung ist zu wünschen übrig, ja. Wo kommt denn das überhaupt her, dass man sagt, okay, man kann jetzt mit Magnetismus Kalk behandeln? Wie hängt das zusammen? Man hat es einfach mal rausgefunden, dass wenn einfach ein Magnet auf das Wasser wirkt, dass die Struktur vom Wasser anders wird. Es wird ein bisschen weicher, es wird ein bisschen anders. Das ist ja alles soweit okay. Nur es ist nicht zu Ende gedacht, so wie vieles. Hm. Ja. Das heißt, es hat einen riesen Markt. Ja, die Leute suchen nach einer Lösung. Ja. Vielleicht fangen die mit so einem kleinen Ding aus dem Baumarkt an und steigern sich dann irgendwie. Man kann für so Dinger zigtausend Euro ausgeben. Aber wie gesagt, vom Wirkungsgrad ist es dann eher nicht so das Wahre. Ja. Wir haben hier auch noch so ein großes blaues Durchflussverfahren, ja, wo irgendwelche Magnete mit eingebaut sind. Es gibt dann hier zum Beispiel auch solche Geräte, wo hinten dran solche Drähte sind. Ja. Da werden diese Drähte um die Rohrleitung gewickelt, links und rechts. Mhm. Und es baut auch gewisse Felder auf, gepulste Felder, wo das Wasser wieder verändert oder praktisch den Kalk in dem Sinne. Meistens kann man eigentlich sagen, dass so ein Ding eigentlich nur Stromverbraucher ist. Und Wirkungsgrade gibt es relativ selten. Ja. Das einzigste Gerät, wo ich jetzt halt kenne, wo einen gewissen Wirkungsgrad hat, da ist man bei den ganz großen, das sind gewisse Spultechniken, kann ich auch mal zeigen. Das ist so ein Riesenteil, wo hier praktisch das Wasser reinfließt und auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und hier sich praktisch dreht, kreist, wie auch immer. Und da ist halt mit einer Spule und einem riesen Steuerungsmodul, was hier mit dazugehört. Ja. Kommt praktisch schon an die Wand, darüber wird das Ganze gesteuert. Und da gibt es verschiedene Abhandlungen und Tests, wo man festgestellt hat, dass es zumindest mal eine befriedigende Wirkung hat. Mhm. Andererseits gibt es auch die Firma nicht mehr, ja. Also meines Wissens. Jetzt, wie gesagt, um jede Menge, also es gibt sie wirklich in unterschiedlichen Formen. Ja, merkt man schon, wie magnetisch, das ist wirklich sehr stark. Ja. Man kann diese Dinger kaum festhalten. Mhm. Das sind wirklich auch sehr, sehr stark hier teilweise noch mit einer Verdrehung. Mit noch einer Verwirbelung mit drin. Verdrehung, ja. Ja. Wo man ja eigentlich auch weiß, Wasser sollte frei verwirbelt werden, nicht zwingendermaßen im Rohr. Ne? Das ist das andere Thema. Also im Rohr eine Verwirbelung macht keinen Sinn. Maximal 2 Bar hat es noch eine gewisse Wirkung. Und Wasser soll immer frei verwirbelt werden. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und es gibt auf dem Markt inzwischen ewig viel, wo man praktisch in das Rohr eine Wirbeltechnik einbaut, die hier aber nicht wirklich zweckmäßig ist. Ja. Weil wenn ich jetzt halt nur 2 Bar Leitungsdruck fahre, das macht keinen Sinn, dann kommt nichts mehr raus. Wie will ich das im größeren Gebäude machen? Wenn jetzt jeder da Wasser entnimmt, ja, wie will ich denn das machen? Da habe ich totalen Druckabfall, da kommt gar kein Wasser mehr. Ja, ja. Es gibt auch so riesengroße Geräte, die bleischwer sind. Ja. Dieses Gerät zum Beispiel hat 2 Wirbelkammern, einmal links, einmal rechts rum. Und meines Wissens sind dann auch verschiedene Edelmetalle drin verbaut. Mhm. Und jetzt habe ich das folgende Problem, wenn ich Edelmetalle, also praktisch hier, das wird in die Rohrleitung eingesetzt, ja, Zufuhr und Abfluss davon. Wenn jetzt da das Wasser reinfließt und kommt mit diesen Edelmetallen in Kontakt, habe ich eine Korrosion von Nicht-Edelmetallen. Ja, das sieht man auch auf der anderen Seite. Kann man dieses Stück mal runterschrauben? Und vielleicht mal in die Kamera reinhalten. Ja. Weiß nicht, ob man das jetzt hier in der Kamera erkennt. Ja. Da sind innen drinnen schon die erste Korrosion zu sehen. Rost. Und das ist ja nicht von diesem Messingteil, sondern das ist das, was sich aus den Rohrleitungen ausgelöst hat. Mhm. Das schwimmt halt im Rohr selber und lagert sich halt irgendwo ein. Ja. Und das sind auch solche Dinge. Es wird halt immer gepriesen, es ist toll, es ist gut.
Nur wenn man halt irgendwas einbaut, dann sollte man sich auch einem gewissen Risiko bewusst sein, dass es auch in die falsche Richtung gehen kann. Ja. Gibt es denn bei diesen ganzen magnetischen Wasseraufbereiten, gibt es da ein gesundheitliches Risiko? Gibt es da Forschungsarbeit dazu? Eigentlich gesundheitliches Risiko ist nur die informative Verschmutzung vom Strom im Endeffekt. Mhm. Ja, wenn man Strom als Stromgerät betreibt. Also solche Sachen jetzt hier, die jetzt direkt mit Strom oder vermutlich auch dieses hier, was wirklich sehr schick aussieht. Schaut toll aus. Da hat sich auf jeden Fall mal jemand Mühe gemacht. Ja. Das sieht echt toll aus. Da werden dann Stromkabel, also praktisch Kupferdrähte eingesteckt, um die Rohrleitung drum gewickelt, wie so eine Spule. Und ist praktisch das Steuerelement davon. Ja. Schaut toll aus, schaut abenteuerlich aus, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also man denkt erstmal, gut, okay, wird schon was bringen, wenn es so toll ausschaut. Ne? Oder das schöne Gerät, was bei dir hinten steht, wo es schön verblombt ist. Das kann man fast nicht anheben. Also, mit zwei Druckmanometer, wo wir mit dabei sind, schön geprüfte Sicherheit und so weiter. Ja. Also hier lässt sich auch wirklich nur spekulieren, ob sie einen Goldbarren verbaut haben oder. Es ist wirklich massiv schwer. Also ich vermute wirklich sehr starke Neodym-Magneten oder irgend sowas in der Richtung. Man kann es wirklich kaum festhalten. Genau. Man sieht ja auch, dass die einzelnen Techniken vermutlich schon ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, also ein bisschen ein paar Jahre angesetzt haben. Jetzt leben wir im 21. Jahrhundert. Ich denke, die Entwicklungen sind da ja auch weitergegangen. Und ich vermute jetzt einfach mal auch, du hast dich ja mit all diesen Sachen, sonst würden sie ja nicht stehen, ja auch beschäftigt. Ja. Das heißt, also die Versuche wurden ja letzten Endes auch gemacht. So, du bist ja so ein bisschen auf eine andere Richtung gekommen, wie man das auch anderweitig ein bisschen handhaben kann. Also nach wie vor werden solche Produkte, wie man hier sieht, nach wie vor verkauft. Ich denke mal, die meisten Firmen davon wird es zwar nicht mehr geben, aber solche Produkte findet man immer noch, wenn man im Internet schaut, zu Mass. Ja? Mhm. Also da gibt es jede Menge Hersteller, die immer noch auf Magnetbasis sowas anbieten. Es gibt auch ein paar namhafte Hersteller, die arbeiten aber dann irgendwelche mit irgendwelchen Inhaltsstoffen, die da extra zugegeben werden. Mhm. Ja, das ist eine Kombination von verschiedenen Sachen. Aber wie gesagt, da werden wieder Dinge zugegeben, die vielleicht nicht unbedingt so optimal sind. Mhm. Und oft ist es auch so, dass das bescheinigt wird von irgendwelchen Lobbys. Mhm. Ja, bestimmt, also vor allem von einer Lobby wird das bestätigt. Mhm. Das heißt, wenn die das bestätigen, heißt es nicht, dass es unbedenklich ist. Ja. Wenn da Stempel drauf ist, dann würde ich erstmal mal genauer nachfragen. Ja, ja. Weil das ist ein heißes Thema. Da gab es ja schon Wasserhähne, wo die getestet haben, wo angeblich in Ordnung waren. Mhm. Dann wurden die nachgetestet. Da haben wir festgestellt, dass die Wasserhähne Schwermetalle abgeben. Ja, vor allem durch über Nacht im Wasserhahn stehendes Stagnationswasser. Mhm. Also nicht alles, was die prüfen, ist gut. Und wenn ein GS-Zeichen draufsteht, heißt auch nicht, dass es gut ist. Ja, TÜV steht ja eigentlich überall drauf. Ja. Auf manchen hier, auf dem steht GS, auf ein paar Geräten steht ein geprüftes Sicherheitsding drauf. Ja. Dann werden es wahrscheinlich prüfen. Ja gut, weil das erstmal das Wasser durchfließt. Okay, das Wasser durchfließt, nichts passiert. Ja. Ja, also ist eigentlich keine direkte Aussage. Das ist eigentlich nur für einen Kunden, wo er sagt, wow, toll, GS geprüft, TÜV-Zertifikat oder sonst irgendwas. Sagt aber überhaupt nichts aus. Vielleicht mal einfach auch mal einen kleinen Aufruf. Fällt mir ganz spontan ein. Vielleicht erkennt ja der ein oder andere Zuschauer ein Gerät und hat vielleicht sogar Erfahrungen dazu. Vielleicht hat er es sogar selber verbaut. Würden wir uns auf jeden Fall mal freuen. Wir haben natürlich unsere eigenen Erfahrungen, aber auch mal von draußen das zu hören. Also liebe Zuschauer, wenn Sie irgendein Gerät hier erkennen und Sie finden das in Ihrem Keller wieder, schreiben Sie uns doch einfach ganz kurz vielleicht mal ein kurzes Feedback dazu, wie Sie zufrieden damit sind. Das würde uns schon so sehr interessieren. Ja? Mhm. Wie gesagt, nun gibt es ja noch mehrere Formen und du hast ja nur einen bisschen anderen Weg eingeschlagen. Richtig. Kannst du vielleicht einfach da mal aus der Denkweise heraus uns mal erklären, wieso du überhaupt die Mühe gemacht hast, so zig verschiedene Aufbereiter, Energetisierer dir anzuschauen und letzten Endes dann zu sagen, ich mache was Eigenes. Mhm. Der Ursprung war folgender. Wir haben ja damals die Molekularfiltersysteme angeboten, wo es darum einfach geht, das Wasser zum Reinigen, dass man einfach gesundes Wasser hat. Und die Leute haben immer zu uns gesagt, hey, Gesundheit ist uns egal, darum kümmert sich der Onkel Doktor, davon will ich nichts hören, nichts wissen, weil das müsste ich aus eigener Tasche zahlen. Mhm. Aber was den Leuten wichtig war, war die Haustechnik. Ja, ja. Die haben uns gefragt, ja, habt ihr nicht irgendwas gegen den Kalk, weil der Kalk, der stört mich. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, Kalk stört, ja, mach mal was gegen einen Kalk. Ja. Und dann war das ewiges Hin und Her. Wir kannten ja die ganzen Thematiken.
Und der damalige Kollege von mir, der wusste, dass ich ein gewisses Hintergrundwissen habe von dem Ganzen. Er kannte auch meinen Vater, der Diplomphysiker ist, der auch gewisses Hintergrundwissen hat und sich schon lange mit solchen Dingen auch beschäftigt hat. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, mal was Eigenes zu kreieren. Ja. Also die ersten Versuche damals gemacht. Und ich hatte halt damals einen Geldgeber, der mir einen finanziellen Rahmen zur Verfügung gestellt hat, dass ich da forschen kann, ein bisschen experimentieren und dass ich da in die richtige Richtung komme. Es ist mir auch relativ schnell gelungen, da eine Lösung zu finden. Das ist praktisch dieser Aquapelle-Frequenzträger. Das ist einfach mal auf so einem Stativ hier einfach aufgebaut. Mhm. Wir haben hier das Rohr aufgesägt, um einfach mal Wirkung zu demonstrieren. Vorher, nachher, hinten praktisch ist da eine gewisse Kalkschicht noch drinnen. Hier vorne ist weniger Kalk drinnen. Ja, nur um das einfach mal zu zeigen. Dieser Frequenzträger hat eine Polarisation, der hat auch eine Fließrichtung. Ja, der hat praktisch eine Plus- und eine Minusseite. Und hier ist die Besonderheit bei diesem Frequenzträger. Der funktioniert immer. Ob das Wasser steht oder fließt, ist dem egal. Egal wie weit dieser Wasserhahn weg ist. Im Bruchteil einer Sekunde, wenn ich das um die Rohrleitung drum schraube, es wird nur mit zwei Inbusschrauben, die man hier sieht, ja, wird es verschraubt, das sind zwei Halbschalen, setze ich das drum. Ab dieser Sekunde, wo es drum sitzt, egal wie gesagt, wie weit der Wasserhahn weg ist, ist das Wasser verändert. Es ist dabei nicht relevant, die Wassermenge, die fließt. Die Entfernung nur bedingt, ja, und der Wasserdruck ist auch egal. Ja, ich brauche da nicht den Wasserdruck runterschrauben oder sonst irgendwas, weil das diesem Frequenzträger komplett egal ist. Das fällt mir ja das Experiment ein mit dem 10-stöckigen Gebäude, wo wir unten das Ding sozusagen installiert haben, den Aquapelle, und im Prinzip oben im letzten Haus in dem Moment die Probe genommen haben und verglichen haben, und es war sofort natürlich ein deutlich anderer Geschmack. Das ist einfach mal so dieser Geschmackstest. Das Wasser schmeckt komplett anders, es schmeckt angenehmer. Ja. Aber das ist ja nicht alles. Genau. Und klar habe ich mit dem Magneten auch ein bisschen ein besseres Wasser, aber das ist also vom Geschmack her, aber ist mit so einem Frequenzträger hier in keinster Art und Weise vergleichbar. Der wirkt natürlich auch gegen Kalkablagerungen. Das heißt, überall, wo im Rohr selbst oder in den Geräten mit diesem strukturierten Wasser es benetzt wird, lagert sich der Kalk nicht ein. Wenn ich Verdunstungsvarianten habe, ist so eine... Es ist ein bisschen anders. Das heißt, wir tun ja nichts rausnehmen aus dem Wasser selbst. Ja. Sondern es ist ja sehr wichtig, dass dieser Kalk auch im Wasser drin bleibt, weil es ein Kalk praktisch ein Rohrleitungsschutz ist, dieser Kalk. Mhm. Weil wenn ich diesen Kalk rausnehme, dann habe ich ein aggressives Wasser und die Rohrleitungen zersetzen sich. Drum bleibt das Wasser so, wie es vom Wasserversorger kommt. Es wird hier lediglich neu strukturiert mit diesem Frequenzträger. Mhm. Diese Thematik, Kalk bleibt ja drinnen. Wenn ich jetzt einen Wasserkocher nehme, habe ich natürlich, wenn unten die Bodenplatte heiß ist, habe ich eine Verdunstung. Das heißt, ich habe einen Rückstand. Rückstand ist Kalk. Durch diese heiße Bodenplatte ist es halt so, dass sich der Kalk auch einbrennt. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass er weg ist, sondern man hat diese weiße Schicht. Wenn man das draußen haben möchte, dann muss man halt wieder zurückgehen auf diese Filtersysteme, wo wir auch drüber gesprochen haben und ein Video schon drüber gedreht. Da muss man darauf zurückgreifen. Aber es kommt die Besonderheit. Ich muss dann nur ganz kurz ein Essig reinschütten. Ein paar Minuten, dann kann ich, es ist schon gelöst. Ja. Ja, es löst sich sehr, sehr schnell auf. Früher habe man über den ganzen Tag oder die ganze Nacht hat man die Sachen da einweichen müssen, dass sie irgendwas gelöst hat. Das heißt, man hat es nicht mehr. Und wichtig ist da von der Haustechnik, ist praktisch ein Schutz für die Haustechnik. Überall da, wo Wasser fließt und mit Wasser benetzt ist, habe ich diese extremen Einlagerungen nicht. Mhm. Ja? Das ist mal Thema Kalk. Jetzt kommen wir in den nächsten Schritt vielleicht rein. Ich möchte auch da nochmal sagen, also wir haben wirklich auch viele Rückmeldungen bekommen und auch ich persönlich am Telefon, gerade zu diesen Reinigungsgeschichten, ja, wo man dann am Ende wirklich mit einem Wischtuch einfach nur noch drüber geht, abspült. Auch zu dem Wasserkocher habe ich noch eine tolle Geschichte. Und zwar habe ich einen Kunden in der Nähe von Leipzig. Der hat einen uralten Wasserkocher, der ist unten, wie du schon gerade gesagt hast, auch wirklich komplett verkalkt gewesen, aus dem Boden also gar nicht mehr gesehen. Jetzt hat er im Prinzip eine abgewandelte Form von dem Aquapelle genommen, man kennt das, wir haben das auch oft hier liegen, diese großen blauen Platten. Hat den Wasserkocher draufgestellt, nicht angeschlossen und eine leichte kleine Spur an Wasser reingekippt. Mhm. Und jetzt hat nach ein paar Wochen hat sich der Kalk gelöst. Und lustig war, ich habe leider kein Bild gemacht, das werden wir aber nochmal, vielleicht kriegen wir das nochmal wiederholt. Das ist immer wie eine Art der Blume des Lebens, hat sich dann dieser Kalk tatsächlich gelöst. Das heißt, man konnte das im Wasserkocher sehen.
Das ist natürlich, ja, das ist vielleicht auch mal eine Überleitung, was es ja noch macht. Das ist ja nicht nur eins, ja, die Kaltgeschichte. Haben wir kein Foto davon? Ich habe leider in dem Moment kein Foto gemacht, weil er wollte es noch weiter experimentieren, bis es glasklar ist, aber ich werde das mal nachrecherchieren. Ja, ja. Und wenn es passt, hängen wir es auch auf jeden Fall drunter. Aber da sieht man eben so wahnsinnige Reaktionen auf einmal, ja. Genau, also wie gesagt, Thema Kalk war ja eins, Rost kann man ja genauso gut damit behandeln. Also Rost habe ich hier einen Schaukasten auch, kann man vielleicht auch einmal zeigen. Und zwar haben wir auch Versuche gemacht mit Eisennägel. Ja. Man kennt es ganz normal im Baumarkt, die herkömmlichen Eisennägel, die man kaufen kann. Ganz normaler Eisennagel, den haben wir mal für ein halbes Jahr in ein herkömmliches Leitungswasser eingelegt. Dann oxidiert er richtig schön, fängt richtig schön an zu rosten. Dann sind wir hergegangen und haben praktisch ein Glas Wasser genommen, darunter einen Aquaperfrequenzdreher gestellt und so einen verrosteten Nagel für eine Woche bis 14 Tage eingelegt in dieses Wasser. Und siehe da, der Rost hat sich umgewandelt. Es hat sich praktisch eine Magnetitschicht gebildet. Ja, das ist wie wenn man chemischen Rostumwandler nehmen würde, das ist aber biologisch. Man könnte auch sagen, das ist eine Eisen-Tannin-Verbindung. Ja. Zumindest kann man sich darauf einigen, dass dieser Rost sich komplett umgewandelt hat. Das ist auch sichtbar. Ja. Da in einem kleinen Röhrchen drinnen, da sieht man diese Ablagerungen, die sich praktisch von diesem Eisennagel gelöst haben. Und deshalb kann man zum Beispiel hergehen, wenn man von Haus aus so einen Frequenzträger verwendet, dann bildet sich erst nicht mal Rost. Genau, das ist wie eine Schutzschicht letzten Endes. Richtig. Das heißt, wenn man das rechtzeitig einbaut, zum Beispiel Rohrwassernetz einfach mal flutet und es einige Wochen einfach stehen lässt drinnen, dann kann sich eine schöne Schicht bilden und dann bildet sich auch kein Rost. Das ist praktisch auch ein richtiger Schutz, auch wenn, vor allem wenn man ein neues Haus auch hat. Ja? Dass man vornherein sich nicht mal irgendwas einlagert, dass man da Werthaltigkeit von den Rohren einfach hat. Es passt jetzt zwar nicht zur Wasserenergetisierung, aber wir haben ja auch Tests gemacht, vielleicht sagst du ganz kurz was dazu, gerade zum Thema der Baubiologie, wenn ich gerade ein neues Haus baue, zum Thema Betonfestigkeit. Betonfestigkeit, klar strukturiertes Wasser hat man getestet, bis zu 30% höhere Festigkeit von Beton und so weiter war durchaus möglich. Anderes Beispiel sind ja die Pyramiden in Bosnien, die man gefunden hat, da haben wir festgestellt, dass die Pyramiden aus Beton gebaut sind. Und bis heute kann man so einen hochfesten Beton nicht herstellen. Das heißt, die haben auch irgendwelche speziellen Energetisierungsvarianten verwendet dafür. Ja. Hm. Ja, man sieht eben halt, dass es ist auch kein neues Wissen, ja, wir haben das Rad nicht neu erfunden, eigentlich ist es ein uraltes Wissen, nur man muss halt einfach verstehen, wie sind die Zusammenhänge, wie funktioniert das Ganze. Ja. Und klar, wenn man ein Haus baut, ist natürlich von vornherein gut, einen Frequenzträger gleich verwenden für einen Putz, für einen Beton, alles was im Haus gemacht wird mit Wasser, weil natürlich Rissbildungen und sonstiges natürlich auch Es steigert die Werthaltigkeit letzten Endes. Ja. Genau. Das ist ja genau das, warum es diese ganzen Systeme ja auch letzten Endes gibt. Es geht ja erstmal in der ersten Linie darum, den Eigentümer von mir aus von dem Haus vor Folgekosten zu schützen, die ganze Rohrleitung im Prinzip wegen komplett Verkalkung oder komplett zu vielleicht sogar, wenn er Pech hat, irgendwo natürlich auch ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Auch weiß man, jedes Gramm Kalk oder ein Millimeter Kalk in der Leitung, 10% Energieverlust, ja, rechnen wir das mal alles hoch, könnte man auch Milliarden an Kilowattstunden wahrscheinlich einsparen. Nun sind diese Geräte, die wir jetzt hier haben, ja zum Thema Kalk und auch zum Thema Rost. Wie du schon sagtest, über Wirkungsgrad wollen wir mal gar nicht sprechen. Also hier sind wir nur beim Thema Kalk. Meine ich ja, also nur also Kalk. Rost-Thematik ist hier nicht. Ah, okay. Ja, also mir zumindest keines bekannt. Gibt es trotzdem Rostumwandlungsgeräte, oder? Das ist ja wieder ganz was anderes. Also so viel wie ich weiß, ich habe das ja selber gesehen mit den riesengroßen Magneten. Die Badewanne, also das Wasser, das war aber richtig braun. Also heißt, kann ich brauche zwei Systeme im Haus. Ich muss mich vor Kalk schützen, Rost schützen, was sonst noch vielleicht noch kommt. Da müssen wir dann wieder die chemischen Varianten hernehmen. Ja, genau. Aber dann kann man es ja nicht mehr trinken. Ja. Dann kann man es ja nicht mehr trinken. Oder man soll es ja nicht mehr trinken. Ja. Ja, können vielleicht schon, nur wie lange. Ja. Was macht denn der Aquaperfrequenzträger letzten Endes zum Thema Trinkgeschichte? Klar, Inhaltsstoffe bleiben drinnen. Das nimmt er nicht raus. Es ist aber so, dass diese Stoffe, die drin sind, auch eventuelle Schadstoffe im normalen Leitungswasser,
kann das, der Körper kann da praktisch das Ganze besser verstoffwechseln. Mhm. Ja, das schwächt das Energie- oder Immunsystem nicht so stark. Ja, das Wasser hat also eine Struktur, mal abgesehen jetzt von Schadstoffen oder nicht drin. Ja. Ja, aber durch diese spezielle Struktur alleine schon kann der Körper viel besser damit was anfangen. Richtig. Und vielleicht im Zweifelsfall den einen oder anderen Schadstoff dahin schicken, wo er hin soll. Also die perfekte Lösung ist es noch nicht. Die perfekte Lösung wäre einfach Frequenzträger zu verwenden von uns, mal für die ganze Haustechnik, Schutz für die Haustechnik. Und wirklich das Trinkwasser ist eine andere Geschichte. Da braucht man spezielle Filteranlagen, die wir auch schon vorgestellt haben. Mhm. Diese Kombination haben wir eine hundertprozentige Lösung. Das heißt, der optimale Schutz fürs Haus und das Optimale für die Gesundheit. Das heißt, man kann ein vernünftiges Wasser trinken, unbedenkliches Wasser vor allem, ja, wo man seinen Kopf drüber machen muss. Ja. Wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob so ein Frequenzträger letzten Endes die Funktionsweise zum Beispiel einer Filteranlage nochmal verbessert, verschlechtert. Es wird natürlich von vielen Herstellern, die ähnliche Sachen herstellen, behauptet, wenn ich ein Wasser umstrukturiere oder energetisiere oder vitalisiere, wie man es auch immer nennen möchte, dann ist ein Wasser komplett unbedenklich und ich kann es trinken. Mhm. Ja, egal, welche Schadstoffe drin sind. Mhm. Das ist Humbug. Ja gut, diese Logik kommt ein bisschen aus der Tatsache heraus. Wir haben uns ja nun auch mit Schauberger und sagen wir mal auch sehr intensiv beschäftigt. Und ich sage nicht mal, ich gehe so weit konform zu sagen, okay, vor 25 Jahren mag es vielleicht so gewesen sein, dass wenn man jetzt Wasser hatte, wenn man es jetzt verdreht hat, verwirbelt hat, es also energetisiert hat von mir aus oder belebt hat, dass das sicherlich schon ein besseres Wasser war und weil vielleicht auch damals schon zu 99% ausgereicht hat. Aber bei der Struktur, die ein Wasser heute hat, vor allem der Inhaltsstoffe, ja, reicht eine reine Energetisierung einfach gar nicht mehr aus. Ja, also zumindest unsere Ergebnisse, ist ja gar nicht mehr möglich. Man muss, die Schadstoffe müssen raus, weil das Partikel bleibt letzten Endes im Wasser und hat eine Wirkung im Körper. Soll ganz logisch eigentlich auch. Muss ja, alles, was ich reingebe, muss irgendwie verstoffwechselt werden. Genau. Richtig, genau. Und daher ist es eben heute eben nicht mehr so einfach möglich, eben halt nur mit einem reinen, strukturierten Wasser seine Gesundheit zu erhalten, sondern man muss da dann schon noch mal einen Schritt weitergehen. Aber gut, hier geht es jetzt erstmal in erster Linie um die Schutz der Haustechnik. Und hast du gesagt, okay, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, 360 Tage im Jahr, komplette Wirkung. Richtig. Sagst uns vielleicht einfach mal noch ein paar Sachen, weil klar, dieses Ding ist eigentlich relativ einfach gestrickt, viel mehr gibt es dazu eigentlich schon fast nicht zu sagen, aber... Das Schöne ist, wir schicken das raus mit einem Imbusschlüssel und einem Isolierband. Das heißt, Isolierband drunter legen, dass innen drin die Schicht nicht verletzt wird. Ja, die zwei Imbusschrauben auf, ja, drum setzen, zuschrauben, fertig. Und man hat sofort das Ergebnis. Ja. Das ist das Schöne dabei. Ich brauche keinen Installateur, ich habe keine Wartung, ja, keine Kosten habe ich damit. Das ist ein riesen Vorteil, das ist eine einmalige Geschichte und dann ist es erledigt. Ja. Und hinzu kommt, es tut nicht nur den Geschmack verbessern und gegen Kalk und gegen Rost was machen, sondern das Interessante ist auch, wir haben ja auch Messungen gemacht mit Verkeimungen. Mhm. Ja, da sind wir auf Ergebnisse gekommen, wo zum Beispiel Schimmelpilzbildungen unterdrückt worden sind. Wir haben Legionellen-Testungen gemacht. Wir haben auch in Großimmobilien in München das Ganze getestet. Da gibt es ja seit einigen Jahren diese Geschichte mit den Legionellen, wo regelmäßige Untersuchungen gemacht werden müssen. Es schreibt hier halt das Gesundheitsamt immer vor, ich muss halt das Wasser so stark erhitzen, bis die ganzen Legionellen absterben. Die wandern in den Biofilm rein. Und wenn die Temperatur runtergeht, habe ich gar keine Vermehrung. Das heißt, wenn ich die Sachen messe und in dem Moment dann abnehme, dann habe ich ein gutes Ergebnis. Ein paar Monate später schaut es katastrophal aus. Ja. Das heißt, es kommt immer wieder. Und in dieser Immobilie, da war dieses Problem, dass die Legionellen auch wieder aufgetaucht sind. Dann wurde Frequenzträger montiert und war das Ding erledigt. Ja? Die dachten halt, es ist alles gut, die Messung ist gelaufen, das war mal so ein Versuchsprojekt von uns. Ja. Man hat der Meinung, sie geben halt jetzt einfach mal den Frequenzträger wieder zurück, weil es ist ja alles wieder in Ordnung. Wir haben so mehr Geschmack, sie waren alle, Geschmacksunterschiede waren alle total fasziniert und tolle Ergebnisse und und. Ja, okay, ich sage mal so, spätestens nach der nächsten Messung werden sie sich an uns erinnern. Ja. Und weil sie dann wieder das Problem haben. Ja, und die ganzen Nachmessungen, dann das Gesundheitsamt und, die Meldepflicht, wenn dann das ganze Gebäude geschlossen werden muss, das heißt, man darf kein Wasser mehr entnehmen, man darf sich nicht duschen, ja, wirkt sich vielleicht auch mal auf den Mietpreis aus und, oder die Leute sind unzufrieden, ziehen aus, was auch immer. Das heißt, es steht in keinem Verhältnis, weil wir haben jetzt bewiesen, dass es funktioniert. Ja? Ja.
Wir haben praktisch in Verbindung mit dieser thermischen Geschichte haben wir den wirklich auf Null runterfahren können, messbar auf Null. Das ist halt das Schöne dabei. Und ich kann dauerhaft natürlich dann die Vorlauftemperatur auch wieder runterregeln und damit natürlich echte Heizkosten sparen. Ja. Und jetzt muss man wirklich auch mal dazu sagen, woher kommt ein Biofilm? Ja. Das Ganze, das ist alles das sind Mikroorganismen. Ja. Warum entstehen denn die? Weil das Wasser einfach platt ist. Da können sich Organismen können sich da einnisten. Wenn ich ein positives Quellwasser habe, dann haben die gar keine Chance. Ja. Ja? Und ich mache praktisch mit so einem Frequenzträger, mache ich einfach, ich tue die Natur nachahmen in dem Sinne. Nur darüber hinaus sogar. Mhm. Ja? Also ich habe da wirklich ein sehr positives Wasser. Und die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen mit diesem Frequenzträger, das sind sehr gut. Mehr als positiv, sage ich jetzt einmal. Ja. Totale ja. Faszination. Es kommen super tolle Rückmeldungen. Und der Knüller ist, es funktioniert eben nicht auf Magnetbasis. Richtig. Vielleicht sagst du mal da was dazu. Richtig. Weil alle Systeme, die wir jetzt hier haben, sind da überwiegend auf Magnetbasis. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Jetzt genau. Also ich habe mir die Frage aufgehoben bis zum Schluss. Das ist praktisch kein Magnet, sondern es ist ein Material aus Aluminium, Silizium. Das ist eine spezielle Mischung. Silizium kennen wir aus der Chipindustrie, in jedem Computer, also Silizium-Chip, um Daten zum Speichern und so weiter. Und ich habe hier ein spezielles Verfahren entwickelt, wo Frequenzspektren hergestellt werden, ja, wo ich die praktisch komplett zusammenstelle. Und ein ganz spezielles Frequenzübertragungsverfahren, wo diese Frequenzen auf diese Materie übertragen wird. Mhm. Und jetzt hat man halt hier den Vorteil, es ist nicht so wie bei den ganzen anderen Herstellern, die setzen meistens nach Wilhelm Reich auf diese ganze Orgon-Technologie. Mhm. Das heißt, man baut sich Kondensatorkästen auf. Das heißt, das sind verschiedene Platten, Metallplatten, Leiter, Nichtleiter, meistens mit Baumwolle und so weiter oder mit sonstigen Materialien. Schafswolle wird auch gern verwendet, um einfach Kondensatorprinzip aufzubauen. Und es gibt eine gewisse Raumenergie, wird hier komprimiert und auf die Gegenstände übertragen. Ja, da wird aber, oder meines Wissens ist die Haltbarkeit dieser Übertragung auf diese Materie ist nicht unbedingt gegeben, dass man lange Haltbarkeiten sagen kann. Ja. Das heißt, es nimmt irgendwie kontinuierlich wieder ab. Ja. Und es ist ein Verfahren, wo viele Negativbestandteile auch mit einfließen können. Aber man weiß eben nicht, an sich hat sich ja der Wilhelm Reich das sehr intensiv mit beschäftigt und auch die Theorien dazu sind eigentlich alle auch glasklar. Das passt soweit auch. Hier ist der Punkt halt, bei dem Gerät ist es natürlich sinnvoll, weil wir verifizierte Daten bekommen. Das bedeutet also, die Wirkung ist immer gleich. Man weiß von Orgonenergie oder Orgonstrahlung, dass sie alleine schon, wenn sich Lufttemperaturen oder Luftdruckveränderungen sind, eine völlig andere Spektrum abgeben. Und das ist natürlich nur insofern dann sinnvoll, wenn ich das auch genau weiß, okay, ich brauche diese Strahlung, die brauche ich jetzt heute, aber morgen brauche ich vielleicht eine ganz andere. Mhm. Aber beim Thema Wasser sollte es eigentlich immer gleich bleiben. Also bei der Behandlung vor allen Dingen von diesen Geräten sollte immer eine gleichbleibende, immer dieselbe Wirkung sein. Und daher einfach auf ein ganz anderes Spektrum gesetzt. Mhm. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir zeigen vielleicht einfach ganz kurz, wie so irgendwas ausschaut. Mhm. Wir haben hier einen Orgonstrahler, wie er eigentlich im Internet oder sonst irgendwo, wie die erhältlich sind. Dazu schaut es folgendermaßen aus. Hier ein bisschen Platz. Man hat praktisch hier diesen Strahler. Über diese Spitze soll angeblich Orgon abgestrahlt werden. Ja? Man hat dann praktisch diverse Kabel, die man hier einsteckt. Hinten ist dann so ein Becher. So, jetzt kann man hier praktisch hinten in diesem Becher, gibt man als Beispiel irgendwelche Bachblüten oder was auch immer, so machen es eigentlich die Heilpraktiker, um irgendwelche Heilmittelchen herzustellen, gibt man da hinten rein. Das ist nur mit einem Kupferkabel verbunden. Mhm. Das heißt, eigentlich hat man nicht wirklich so eine richtige Übertragung, wie man jetzt halt kennt, von so einem elektronischen Bauteil oder wie auch immer. Ja? Wenn ich jetzt das Ganze hier einfach mal zerlege. Das ist eine feinstoffliche Übertragung. Ja. Hier ist ja nichts anderes wie praktisch ein Hohlkörper, da ist nichts drinnen. Ja, man hat vorne nur diese Spitze. Und hier, wenn man reinschaut, schaut hier auch eine kleine Spitze raus. Alles andere ist hier verschweißt, dass man nicht weiß, was drin ist. Grundsätzlich ist hier hinten nichts anderes drinnen wie Schichtbauweisen. Das heißt, wie so Unterlegscheiben, Leiter, Nichtleiter, Leiter, genau. Nichtleiter. Die werden praktisch hintereinander aufgebaut. Und dann soll hier vorne was rauskommen. Mhm. Ja? Und hier ist es auch wieder geschlossen. Da ist kein Loch drin oder irgendwas. Mhm. Ja? Hier ist zwar noch eins, aber hier nicht.
Und es wird behauptet, dass über diese Spitze irgendwas nach draußen gegeben wird und es soll hier irgendwas übertragen werden. Das ist praktisch so diese Orgon-Technik. Und da gibt es verschiedene Varianten. Das tut es vielleicht ja auch, aber die Frage ist eben, was? Das ist eben der Punkt. Aber ich sage mal, die Stärke, die Power und was alles dazugehört, ist ja nicht unbedingt gegeben. Es wird flächendeckend wird meistens das so gemacht. Es gibt auch so eine spezielle Kunststoffflaschen, die dann mit so irgendwas aufgeladen wird, und wird dann drunter gestellt, dann steht das weiß ich wie lange da drunter, um das Ganze irgendwie in dieser Orgon-Geschichte aufzuladen. Und hinzu kommt, was viele nicht beachten, ich habe hier eine Spitze. So, es kommt nicht nur das, was hier drin ist, was ich übertragen möchte, sondern kommt von außen auch noch alles Mögliche. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Elektrosmog habe, wenn ich jetzt sonst irgendwelche Einflussfaktoren habe von der Umgebung, wenn ich auf einem schlechten Platz das aufstelle und, dann habe ich hier andere Informationen, die ich nicht haben möchte, habe ich auch noch drinnen. Ja, es ist halt jeden Tag anders. Jetzt ist es halt wirklich so, ich meine, es gibt im Internet 1000 Anleitungen dazu, wie man sowas macht. Ja? Und ich habe mir das ganze Zeug angeschaut. Ich rate auch den ganzen Leuten immer dringend davon ab, das alles nachzumachen. Es gibt ja auch diese ganzen Cloudbuster, wo man im Internet anschauen kann, wo dann Eisenspäne verwendet wird, wo ein Kunstharz eingegossen wird, dann einfach ein paar Röhrchen oben rein und dann soll hier irgendwas abstrahlen. Klar strahlt hier irgendwas ab, aber nicht unbedingt das Positive. Richtig, es ist nicht rauszufinden, was es letzten Endes ist, oder nur sehr schwierig. Wenn ich jetzt das Eisenspäne nehme, das ist nicht geordnet, das heißt ja eine Chaosstruktur. Ja. Und man weiß, Ordnung schafft Heilung und nicht Chaos schafft Heilung. Ja? Genau. Also muss man das auch mal ein bisschen überdenken. Hinzu kommt dann die Harze, die verwendet werden, das Material, was verwendet wird, die Zusammenstellung, die verwendet wird. Dann werden irgendwelche Kegel verwendet, diese schönen Pyramiden mit verschiedenen unterschiedlichen Schichtungen, wo die Räume energetisiert werden, harmonisiert werden. Also ich möchte gar nicht schlecht reden, weil ich habe überhaupt nichts gegen Orgon, ganz im Gegenteil. Nur halt in diesem speziellen Zusammenhang halte ich es jetzt, sage ich mal, nicht für das Optimum. Ja, Orgon schafft durchaus selber auch die Strukturen. Das ist nicht das Thema. Aber in einem anderen Zusammenhang. Ja, gehen wir mal in Richtung Gesundheit. Da mag das vielleicht eine andere Richtung spielen. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht erwähnen. Jeden, den das interessiert, einfach mit Wilhelm Reich beschäftigen. Der hat das sehr intensiv gemacht. Okay, Wilhelm Reich hat ja diese Orgonkisten und so weiter gebaut, wo man sich reinsetzen kann. Was macht diese Kiste? Ja, meine persönliche Meinung war, er hat einfach diese Teilchen in die Atmosphäre schwirren, hat einfach mal gesehen. Ja, und wenn man seinen Blick ein bisschen dafür schult, dann kann man da hingucken, dann nimmt man etwas wahr. Das sind Lichtpunkte, die schwirren, wie so Fliegenschwarm. So kann man sich das vorstellen. Und wenn ich natürlich die verschiedenen Schichtungen habe, dann habe ich auf der anderen Seite eine andere Abstrahlung von diesen Teilchen. Das schaut anders aus. Ja. Das ist meine persönliche Meinung, wie er da drauf gekommen ist, auf diese ganze Geschichte. Und ich habe die Wilhelm Reich Bücher nie gelesen. Du hast dich ein bisschen näher damit beschäftigt. Es ist ein tolles Einsatzgebiet. Wie gesagt, das ist ja auch nicht unter Thema der heutigen Sendung. Vielleicht machen wir einfach mal eine Sendung, können wir doch gerne mal machen, über das Thema Orgon. Wie gesagt, ich halte das für... Ich schaue mir die Sachen immer selber sehr gerne an. Ja, ich mag das auch nicht unbedingt, die ganzen Bücher, mir das ganze Wissen, was andere darüber geschrieben haben, sondern ich sage, okay, da gibt es was, ich habe mal was gehört davon, jetzt machen wir Gedanken dazu. Wissen das eigentlich, versuche da selber drauf zu kommen. Das ist eine ganz andere Basis. Genau. Weil wenn ich mich bilde aufgrund von irgendwelchen Literaturen oder sonstiges, kann es sein, ich nehme das zu sehr auf und habe mir keine eigenen Gedanken gemacht. Das heißt, vielleicht hat andere Fehler, falsche Ansichtspunkte oder wie auch immer. Ja, oder nicht fertig, kann ja auch sein. Das Einzige, wo ich hier einfach mal drauf eingehen möchte, wie gesagt, mit diesen Kisten wird Lebensenergie, Raumenergie gezogen. Es wird komprimiert an einer gewissen Stelle. Ja? Und wenn von außen gezogen wird, dann kommt darauf an, was ist denn da von außen? Was ist außen? Genau. Welcher Platz ist denn das? Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt auf so eine Kiste auf ein Feld draufstelle, wo früher mal Schlachten stattgefunden haben, kann es sein, dass ich vielleicht Depressionen bekomme oder sonst irgendwas. Ja, es verstärkt nur das, was schon da ist. Richtig. Ja. Und dann geht es ja noch weiter. Es gibt auch verschiedene Systeme, wo mit einem PC Daten übertragen werden auf irgendwelche Gegenstände. Ja. Zum Beispiel diese ganze Radionik-Geschichte. Ja. Da gibt es verschiedene computerunterstützte Systeme, wo man mit Zufallsgeneratoren das übertragen kann und. Da gibt es ja die abenteuerlichsten Sachen auch wieder. Meistens sind es irgendwelche Glaubenssätze, die da eingegeben werden, wo dann das Ganze übertragen wird per Zufall, also per Zufallsgenerator. Das heißt, es bestimmt derjenige, der an einem PC sitzt, bestimmt das, was rauskommt. Er steuert das mit seinen Gedanken. Ja. Wenn der jetzt so schlecht drauf ist, habe ich es auf dem Produkt drauf. Genau. Ja? Das kann man nicht ganz kappen.
Na, und hier können wir aber den Bogen nochmal spannen oder wieder zurückkommen, letzten Endes ja auch auf den Aquapell-Frequenzträger. Dadurch, dass es ein technisches Verfahren ist, wo der Mensch komplett ausgeschlossen wird, also zu gewissen Teilen, ist es hier eben möglich, immer das Gleiche. Richtig. Das bedeutet, wir können 100 Aquapell programmieren oder zu all den Hunderten, die Dinger schon haben. Richtig. Ja, wir würden immer wieder die gleiche Information finden. Mhm. Und das ist der Punkt. Ja. Und was ich dazu sagen möchte, es hat nichts mit Urgontechnik zu tun, es hat nichts mit dieser Tachyonisierung oder irgendwas. Oder Radionik halt. Ja, das hat auch nicht PC unterstützt, sondern ein komplett auf Physik aufgebautes Verfahren. Ja. Und das ist die besondere Qualität auch darin. Ja. Drum, wenn wir Leute da haben, oder wir haben schon viele Leute da gehabt von irgendwelchen namhaften Unternehmen, die sind gekommen, haben gesagt, okay, wir machen einfach einen Geschmackstest, wir zeigen jetzt, wie im Bruchteil einer Sekunde sich das verändert, und dann machst du es einfach mit deinem eigenen. Ja? Die haben, okay, den Kopf irgendwie geschüttelt und sind mit unseren Sachen unterm Arm dann nach Hause gegangen und waren happy, ja, weil sie einfach was Vernünftiges haben. Ja. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, die in diese Richtung auch gewisse Effekte haben, die es auch versuchen oder ansatzweise bewegt sich da auch was. Mhm. Aber was ich vorhin mit den ganzen Dingen einfach erwähnen wollte, das heißt, ich habe meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Ich bete das nicht nach. Ja. Und ich kenne fast niemanden, der seine eigenen Gedanken dazu macht und nicht nachbetet. Ja. Ja, ich habe mich wirklich hingesetzt, okay, wie könnte sowas funktionieren? Ich kannte zwar im Ansatz diese Sachen, wie es gibt. Also okay, ich brauche einfach was, das haltbar ist, was die Wirkung nicht verliert. Ja, genau. Bei vielen Produkten gibt es draußen, die verlieren die Wirkung. Das heißt, es muss beständig sein. Die Frequenzträger, ja, wie lange haben wir die jetzt? Schon 7 Jahre, wo ich die jetzt herstelle? So an die 7 Jahre wird es hingehen. Die, wo ich damals hergestellt habe, die funktionieren heute noch. Ja. Nachweislich. Wir haben ja praktisch von allen Sorten, ja, oder allen Dingen, die wir hergestellt haben, ist mindestens ein Frequenzträger ist bei uns im Sortiment. Im Museum. Damals, im Museum. Ja, für spätere Zeiten mal machen wir eine kleine Ausstellung, machen wir kleine geschichtsträchtige Ausstellungen daraus oder so. Ne? Ja, ja. Aber genau, das ist der Punkt. Es gibt schon ewig. Und das ist ja, wie gesagt, auch diese ganzen Sachen sind, es ist ja nichts Neues dabei. Diese Prinzipien sind alle schon uralt. Wir wollten ja auch in dem Moment, bin ich auch der Meinung, es geht nicht darum, irgendwas zu denunzieren, sondern einfach zu zeigen, es ist mit simplen Mitteln heutzutage anders möglich, wenn man nur sich einfach mal schlau macht. Wenn man jetzt sowieso schon sich unterwegs ist oder überlegt, ich möchte sowas haben, ich brauche was gegen Kalk, ich brauche was gegen Rost, ich möchte auch noch ein vernünftiges Wasser von der Struktur wenigstens her haben und. Und möchte vielleicht auch nicht 3-4 Geräte da einschrauben, ja, die alle wartungsintensiv vielleicht irgendwann mal wären und alle ja auch nicht gerade günstig sind. Zu viel sind. Ist auch nicht gut, weil die Wirkungen heben sich gegenseitig. Okay. Kommt auch noch dazu. Ja, für diejenigen soll dieser Ausflug tatsächlich in das Abenteuer der Wasseraufbereitung und der Energetisierung sollte genau da mal hingehen. Ja. Und natürlich zeigen wir da auch die eigenen Forschungsprodukte und die Dinger, wie die funktionieren. Mhm. Also ich könnte jetzt über diesen Frequenzträger, ich könnte jetzt noch stundenlang weitererzählen, Zusammenhänge, Programmierverfahren und. Ja. Ich könnte spezifisch nochmal eingehen, ja, auf die einzelnen Firmen, wie sie das machen, weil ich weiß ja auch teilweise, wie die Firmen das herstellen, weil es für mich, ich habe einen anderen Zugang zu manchen Dingen. Ja, ja, ich kriege da ein bisschen mehr mit. Ich weiß, was die tun, was die machen. Und haben sich schon viele gewundert, wo ich mir das eigentlich herziehe, weil ich halt Dinge beschreibe, die ich nicht wissen kann. Ja. Ja. Das heißt, dieses Verfahren, was ich da entwickelt habe, ist wirklich ja so, es kommen viele Leute tagtäglich auf uns zu, und die wohl, oder auch welche, die das nicht glauben wollten oder wo das ausprobieren wollten. Ja. Wir haben wirklich riesen Ergebnisse damit. Wir haben auch aktuell eine Studie laufen seit einem Jahr, wo wir bewiesen haben, dass wir mit dieser Technik mindestens 50% der Chemie eingespart haben. Zigtausend Euro innerhalb von ein paar Monaten Stromkosteneinsparungen, und wir konnten den Verschleiß verändern, der Geräte, der Motoren und. Ja. Das heißt, die Haltbarkeit der Technik hatten wir auch verändern können. Und zwar massiv. Ja, und das, dass sie sogar gesagt haben, dass die Chemieeinsparungen, Stromeinsparungen sich gar nicht mehr interessiert, ja, was ausschlaggebend ist, die ganze Technik geht nicht mehr kaputt. Und die, ja, Erwartungsintervalle, wo sie genau wissen, zu diesem Zeitpunkt geht es kaputt. Ja. Haben sie nicht mehr.
Ja. Und das wird auch der Forschungsschwerpunkt nach wie vor dann jetzt im Verein weiter sein. Ich denke, wir haben das Thema der Wasseraufbereitung zur Genüge behandelt. In vielen Interviews warst du selber schon und hast es ja auch schon mal vorgestellt. Es ist alles nichts Neues. Ich denke aber trotzdem mal, wir werden noch weitere Interviews machen, speziell um die ganze genau, Technik. Was da eigentlich auch noch kommt. Weil das ist jetzt mal so ein grober Ausflug, was es jetzt alles gibt. Ich könnte jetzt noch tiefer in die ganze Technik einsteigen. Ja. Wir können unseren Referenzenordner mal rausziehen. Was gibt es für Referenzen, was gibt es für Erfolge, was ist denn da eigentlich alles passiert schon? Ja. Also da könnte man noch ewige Videos drehen. Endlos. Also über die nächsten Jahre genügend Stoff haben, da geht uns der Stoff auch nicht aus in dem Bereich. Hier war mir einfach mal wichtig, mal zu zeigen, diese ganze Artenvielfalt, was gibt es, wie wird es auf primitive Art und Weise gemacht, wie sieht man das im Internet, was wird da angeboten und wo ich einfach darauf hinweisen möchte, man soll es einfach nicht nachmachen. Ja, wenn man keine Ahnung davon hat. Genau. Ja, ich habe viele Leute gehabt, die sind dann da gestanden, zum Beispiel auf dem Stammtisch hat jemand so Ohrwurmkiste da draufgestellt und ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Ja. Und ich habe nur gemerkt, wie es mir alles irgendwie zusammenzieht, ich richtig unwohl gefühlt habe, habe mich schon umgeschaut. Da steht er mit seinem Gerät da und hat gemeint, sie sollen irgendwelche Sendemasten damit entstören und so ein Blödsinn. Ja. Dann habe ich nur zu ihm gesagt, wenn man genau wissen möchte, was er da eigentlich macht, ja, soll mal zu mir kommen. Kann man rufen. Genau. Wollte es aber nicht wirklich wissen. Das ist halt auch dann immer so das ist ein ganz anderes Thema wieder. Ja. Das heißt, es ist ja auch ein Geschäftsfeld, das darf man einfach auch mal so sagen. Und da ist natürlich die unabhängige Forschung darüber in Anführungsstrichen natürlich nicht vorrangig. Ja, ist doch ganz normal. Ja, kann man machen, den Leuten keinen Vorwurf, aber es wäre besser, wenn sie sich einfach dementsprechend informieren würden, vernünftige Sachen dann vielleicht entwickeln, sich einfach 2-3 Jahre länger Zeit lassen, wie sie es entwickeln und dann ausgereift an den Markt bringen. Dann haben auch die Menschen was davon und die Rückmeldungen sind ähnlich gut dann wie bei uns. Ja, kann man ja auch jeden wünschen. Internet macht es halt möglich. Man findet jede Menge darüber. Ja? Ja. Nur wie gesagt, nicht immer alles nachbeten, wo irgendwo drin steht. Ja. Ja, diese Dinge, die tun Risiken beinhalten. Wilhelm Reich, ein großes Beispiel. Ja. Der wäre angeblich, das, was ich mal so mitbekommen habe, da mal fast draufgegangen dabei. Das ist auch kein Zuckerschlecken. Das seine Ganze. Tochter, aber ja. Oder seine Tochter war das. Irgendwas war da zumindest. Ja. Ja. Mit den radioaktiven Geschichten, genau. Wo es sich extrem verstärkt hat. Ja. Ja. Aber es sind auch wirklich dann Themen dabei, die. Es kann auch gefährlich werden. Gut, jetzt sicherlich, jetzt sage ich mal, mit solchen Sachen, okay, da kann man mal rumspielen und rumexperimentieren. Aber wenn es dann natürlich, wie gesagt, in solche feinstofflichen Bereiche reingeht, die sind immer auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ja. Dann ist es auch schon jede Menge Erfahrungen sammeln dürfen in dem Bereich. Ja. Hochspannend, was in der ganzen Feinstofflichkeit, was da eigentlich drin verborgen ist. Ja. Da gibt es Sachen, wo ich auch nicht in der Öffentlichkeit drüber sprechen werde, ja, weil das könnten die meisten nicht mehr nachvollziehen. Wo ich dann wirklich sage, das muss man wirklich erlebt haben, weil selbst ich habe dann ein halbes Jahr oder ein Jahr gebraucht, um das zu verinnerlichen. War das jetzt wirklich so oder habe ich es mir jetzt nicht eingebildet oder wie ist denn das eigentlich? Ja. Das heißt, in der feinstofflichen Welt, das ist dann mal ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Und das kann man wirklich nur in gewählten Kreisen einfach mal sprechen, die schon gewisse Erfahrungen damit gemacht haben. Weil sonst wirkt es für jemanden, der noch nie Erfahrungen damit sammeln durfte, ganz, ganz komisch. Ja. Es ist auch schwierig, jemanden dann in der Kürze der Zeit natürlich die Bedeutung und auch die Wichtigkeit solcher Fragen dann auch zu offerieren. Das ist fast nicht möglich. Ja. Ja. Genau. Ich denke, wir haben einen tollen Abriss gegeben von Sachen, die es am Markt gibt, die wir ausprobiert haben und so weiter. Es ist wirklich ein riesiges Abenteuer. Liebe Zuschauer, wenn Sie uns auf dem Abenteuer folgen möchten, Sie können sich auf unserer Homepage jederzeit auch nochmal die Einzelheiten anschauen zum Thema dieses Frequenzträgers. Dort gibt es auch noch ein paar Sachen zur Herstellung, Videos und so weiter, für den das jetzt ganz interessant wird. Und für alle anderen gilt wie immer einfach eine E-Mail oder ein Anruf bei uns, reicht eigentlich vollkommen aus. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. War eine tolle, spannende Sendung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.